Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Spezialorakel, wenn es um die Liebe im Juni 2023 geht. Ja, wenn du es heute direkt schaust, dann haben wir übermorgen den 1. Juni, also wir sind ganz frisch dabei. Und ich werde natürlich gleich mal schauen, was uns die Karten sagen möchten. Ich mache heute die 1+5 Legung, das heißt, wir haben das Herz und dann ziehe ich noch 5 Karten. Und dann schauen wir uns mal den Juni an, was der uns so sagt. Wir haben ja im Juni auch noch letztendlich den Sommerstart. Ne? Da kommt ja dann aber auch nochmal ein Orakel für die Liebe im Sommer 2023. Aber jetzt schauen wir erstmal auf den Juni 2023. Jetzt begrüße ich aber erst meine lieben Abonnenten, die natürlich wie immer mit dabei sind. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank dafür. Und ihr seid auch ganz gespannt, was die Liebe im Juni 2023 sagt. Das weiß ich ja auch. Und es ist auch gut so. Wir wollen ja alle da wissen, ne, was auf uns so zukommt. Was dürfen wir vor allen Dingen wissen? Und mit wenigen Karten. Manchmal ist es gut, mit ganz vielen Karten natürlich das große Blatt auch zu sehen. Aber manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man ein, zwei Impulse einfach mal hat, auch im Kollektivorakel. Ansonsten wisst ihr ja ganz genau, unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr eine private Legung buchen. Ja, natürlich grüße ich oder begrüße ich auch alle, die heute neu auf meinem Kanal sind. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich auch, wenn es euch gefällt, wenn ihr alle einen Daumen nach oben hinterlasst, ein kostenloses Abo und natürlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos. Ganz wichtig, auch wenn irgendwas sich ändert. Also das gilt an euch alle. Ja, aber natürlich auch für alle Neuen, schaut mal im Nachgang in der Playlist nach, da gibt es ganz verschiedene Orakel und vielleicht werdet ihr noch weiter fündig und ich sage immer so, Orakel sind immer zeitunabhängig, wenn ihr da hingeführt werdet, dann sollen die euch auch etwas mitteilen. Aber jetzt würde ich sagen, wir gucken uns mal hier die Liebe im Juni 2023 an. Was kommt jetzt noch, nicht noch, sondern was kommt im Juni 2023, übermorgen, wenn du es heute direkt schaust, was kommt auf uns zu? Was dürfen wir wissen? Vielleicht hast du auch eine bestimmte Frage. Die darfst du jetzt natürlich sehr gerne stellen. Stell sie dir, wenn du jemanden hast oder wenn du niemanden hast und vielleicht sagst, ja, kommt jetzt jemand im Juni, wie auch immer, ne? Oder passt das mit der Person oder wenn ihr eine ganz spezielle Liebesfrage habt, dann halte ich das Video kurz jetzt an und stellt euch die Frage oder überlegt euch die Frage und dann könnt ihr auf jeden Fall eine Antwort auch bekommen. 3 Stapel, aber ich gucke nicht drunter, weil das mache ich ja nur beim großen Blatt. So, jetzt habe ich 5 Karten, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob ihr was sehen könnt. Noch nicht so ganz, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das jetzt am besten hier mache. So, ich glaube, ich mache das so da drunter, ich glaube, dann seht ihr am allerbesten, genau, dann kann man am besten das alles verfolgen. Ich glaube, so, also wenn ich noch so ein bisschen so mache, dann seht ihr, glaube ich, noch besser. So, dann sollte es jetzt funktionieren. So, was haben wir da Schönes an Karten? Ich sage erstmal die Karten und dann deuten wir. Ich habe die Sense. Na, die will sich nicht umdrehen. Was kann das denn jetzt hier sein? Dann haben wir die Lilien. Dann haben wir die Wolken. Dann haben wir den Ring. Und die Entscheidungen. Wow. Wow, sage ich mal hier. Ja, die Lilien durch, nicht die, oder die, andersrum, die Lilien werden durch die Sense durchtrennt. Ne? Endlich kommt Klarheit. Die Lilien, also wenn die Lilien durchtrennt werden, heißt hier, dass nicht mehr nur Affäre plus, nicht mehr nur, ich sage jetzt mal nicht die 3 Buchstaben, oder Freundschaft plus, Affäre plus hört sich auch gut an, ne? Ich habe jetzt gerade aus Freundschaft plus, habe ich Affäre plus gemacht. Ich weiß nicht, ob es das auch gibt, aber ist auch egal. Müssen wir uns nicht drum kümmern, aber ich meine jetzt hier Affäre plus, jetzt sage ich schon wieder Affäre plus, naja, Freundschaft plus oder die Affäre, wird hier gekappt, Klarheit kommt rein, ne? Also man redet. Noch ist es unklar hier, was in Zukunft passiert mit Partnerschaft, aber die Entscheidungen stehen schon an. Ist das nicht mega? Also alle, die jetzt wirklich so was laufen haben, wo man noch nicht weiß, ne? Oder nur on und off. Und ich meine, Lilien ist auch die Attraktivitätskarte. Ne? Das muss man auch dazu nochmal sagen. Ne? Also das heißt, dass man sich schon sehr angezogen fühlt.
Und ja, es kann auch gut sein, dass da noch nichts gewesen ist, dass gar nicht Freundschaft plus ist, sondern es ist eine Freundschaft und man ist sich aber sehr, ja, man fühlt sich sehr angezogen, man ist sich oft sehr nah und ja, hier muss irgendwas ausgesprochen werden und ja, das kann gut auch sein, dass das jetzt hier endlich, ne, da ja, durch den Stich hier endlich auch mal an die Oberfläche kommt und dann kommt Klarheit. Wir haben noch die Unklarheiten bei der Partnerschaft, aber die Entscheidungen kommen. Also hier brauche ich gar nicht so viel großartig hier rumzulamieren nicht, sondern hier, jetzt wollte ich hier so ein kölsche Wort sagen und ich lasse es jetzt aber mal. deswegen habe ich gerade ein bisschen, habe ich etwas zurückgerudert und wir lassen dieses Wort mal einfach mal außen vor hier. Ich glaube, das ist eine bessere Wahl, weil nicht jeder kann damit anfangen und andere fühlen sich dadurch vielleicht ein bisschen sehr, ja, manchmal auch gepiekst hier, ne? Wie so die Sense uns piekst. Aber es geht hier eher darum, ich möchte halt sagen, dass man im Endeffekt, ja, noch auf einer Ebene ist, wo man wirklich entscheiden muss, auch vom Gefühl her, wie weit geht es, ne? Und ich finde es aber trotzdem schön, wenn da noch die Unklarheit zwar da ist, aber man halt wirklich hier im Juni die Entscheidung dazu auch, ja, gefällt bekommt oder selber fällt. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass noch, wenn auch gerade vielleicht ja, ein bisschen mehr da ist, ob jetzt Affäre oder Freundschaft plus oder vielleicht auch nur die Anziehungskraft. Es ist schön, wenn man für sich auch Gefühle sortieren kann, wenn man für sich auch vielleicht weiß, ne, möchte ich Partnerschaft. Manche sind ja auch noch liiert. Und dann kann es auch sein, dass deswegen sind Komplikationen da. Aber, und das ist das dicke Aber, die Entscheidungen werden jetzt im Juni gefällt. Ne? Es werden neue Wege zusammengegangen oder man entscheidet sich, ne? Also wir ziehen jetzt keine weiteren Karten, man entscheidet sich vielleicht doch, dass man dafür, dass man sagt, ja, Partnerschaft mit allem drum und dran, oder man entscheidet sich dafür, dass man sagt, nee, das ist alles noch so unklar, das ist noch alles so, noch nicht so ausgekoren, aber man legt es vielleicht erstmal weg oder man möchte die Freundschaft nicht gefährden oder man möchte, keine Ahnung, wenn man selber noch in einer Beziehung ist, man möchte die Partnerschaft nicht gefährden. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass es wirklich, dass man eine Affäre hat. Also man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass die Drittkonstellation auf der anderen Seite ist, ne? Oder beide. Es gibt auch Viertkonstellationen. Also ich meine, ihr werdet das jetzt wissen, wie ihr davon betroffen seid oder nicht. Ne? Wichtig ist die Aussage hier auf jeden Fall, dass hier Klarheit reinkommt und dass es nicht so weitergehen kann. Vielleicht ist auch das so die Kernaussage aus dem Orakel, dass es nicht nur so weitergehen kann, dass man an der Oberfläche bleibt. Ne? Oberfläche meine ich jetzt Affäre, Freundschaft plus oder Oberfläche, dass man sich einfach nur in Anführungsstrichen attraktiv findet. Das ist ja manchmal bei Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, dass man da etwas empfindet, aber nicht weitergeht, ne, obwohl da schon Potenzial da ist. Und da darf Klarheit reinkommen. Ob es dann direkt, ne, ich sage jetzt mal im Juni, dazu führt, dass man sich entscheidet zu einer Partnerschaft, ne, zu einer Verbindung hier auch, das durch die Wolken, dadurch, dass hier noch die unklare Seite ist, das bleibt jetzt erstmal so stehen. Auf jeden Fall fallen Entscheidungen, in welcher Hinsicht auch immer, im Juni an. Wer weiß, was wir im Juli hier weiterziehen würden. Aber das ist das Wichtigste aus diesem Orakel, ne? Das dürft ihr so mitnehmen. Es bleibt nicht mehr so an der Oberfläche, sondern da kommt Klarheit rein. Dass man wird sich entscheiden, ihr werdet miteinander sprechen, wo die Reise auch hingeht, was für eine Festigkeit da reinkommt. Oder halt auch nicht, das entscheidet ihr letztendlich auch. Ne? Genau, das ist die Hauptbotschaft jetzt für den Juni 2023. Und natürlich schauen wir uns auch noch den Sommer 2023 an, was da in der lieben Liebe sich dann auftut. Dann kann das hier vielleicht noch mal ein bisschen auch runder werden. Aber ich denke, das ist auch für den einen oder anderen, wird das jetzt auch hilfreich gewesen sein. Ich drücke euch ganz feste, denkt dran. Ich freue mich über den Daumen hoch, freue mich über ein kostenloses Abo, auch über neue Buchungen, auch über neue immer wieder. Ich freue mich immer, wenn jemand auch neu, aber natürlich auch alte Hasen dürfen mal wieder buchen, gar keine Frage. Machen sie ja auch, deswegen gar kein Vorwurf. Ich freue mich über jeden. So, dicken Drücker. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Orakel wieder. Bis dann. Tschüss.